Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, wir sind hier wieder zurück in unserem kleinen, aber feinen Kräutergärtchen, sage ich jetzt mal. Und ich habe mich jetzt nochmal schlau gemacht über diesen Growth Accelerator. Und der sollte, also der wirkt, glaube ich, nur über, also wirklich nur auf den Block, der über ihm ist. Und den habe ich jetzt mal hier drunter gesetzt. Und ich würde jetzt gerne, ah ja, sieht man, vorher waren es gerade noch 42%, jetzt sind es 57%. Weiß nicht, ob das jetzt Zufall war oder nicht, aber vielleicht geht das jetzt ziemlich schnell, weiß ich jetzt nicht genau. Müssen wir beobachten. Jedenfalls haben wir diese, ja okay, es geht deutlich schneller als das andere. Gut, dann warten wir das nochmal kurz ab, würde ich sagen, bis es fertig ist. Und genau, wir können uns schon mal anschauen, was wir für Samen craften wollen. Seeds. Also, eine Samen, das sicher praktisch ist, wird sein. Also einen Diamanten, klar. Gold haben wir ja genug, Gott sei Dank. Vielleicht ist Eisen ganz gut. Dazu bräuchten wir dieses hier. Okay. Also Inferium Essence und dann, also nicht, Intermedium Essence, genau. Und dann 4 Eisenblöcke und das. Und eine Tier 3 Crafting Seed. So, wir sind bei 71%. Ach komm schon. Ja gut, ich habe keinen Bock, das jetzt abzuwarten. Wir pflanzen hier unsere Pflanze an. Geht nicht. Warum nicht? Ja, hallo, bitte. Kann ich die bitte hier anpflanzen? Warum nicht? Okay. Warte mal ganz kurz, das muss ich kurz mal nachlesen, ob man da irgendwie spezielle Erde braucht oder so, weil das wäre ja dann eher nicht so geil, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, dass das nötig ist. Komisch. Schauen wir mal kurz. Einen Moment bitte. Schaue ich das ganz kurz nach. Schauen wir mal. Hier fehlt. Wartet mal ganz kurz. So. Oh. Ah, jetzt weiß ich den Fehler, den ich gemacht habe. Alles klar. Okay, passt auf. Diese Crafting Seeds, wie der Name schon sagt, sind nur zum Craften, richtig. Und wir brauchen aber die Inferium Seeds. Genau, eine Inferium Seed. Und dann weiter zu Tier 2, Tier 3 und so weiter gecraftet. Okay, wir haben auf jeden Fall mal ein Crafting Seed. Heben wir uns auf, aber wir wollen jetzt den Inferium Seed herstellen. Und den haben wir schon. So, dann craften wir das nochmal schnell zurück. Dann haben wir allerdings nur 4 leider. Egal, dann pflanzen wir das einmal an. Vielleicht bringt uns das ja schon ein bisschen was. So, Tier 1. Gut, lassen wir das einfach mal ein bisschen wachsen. Mal schauen, vielleicht geht das ja eh relativ schnell. Dann können wir uns ja mal die Eisensamen craften oder einen Eisensamen, weil wir haben ja alles dafür. Und wir brauchen nur 4 Iron Ingots. Nein, das ist Zinn. Oh, habe ich nur eins? Oh. Eieieiei. Oh, ich habe nur eins, glaube ich. Ich habe nur ein Eisen. Ja gut, dann müssen wir uns das mal schnell holen. So, schauen wir mal. Vielleicht finden wir eh da hinter dem Nether-Portal direkt was. So, schnell durchgehüpft. Habe ich Fackeln eigentlich? Oh shit. Da ist ein Skelett drinnen. Ich bräuchte Fackeln, bitte. Vielleicht habe ich noch Kohle und Sticks irgendwo. Also Holz müsste irgendwie da sein, aber Kohle ist hier mal nicht drinnen. Vielleicht hier. Ja, da haben wir noch 12 Kohle. Dann holen wir uns noch ein bisschen Holz.
Wo haben wir denn das Holz? Vielleicht hier drinnen? Da hätten wir noch so ein Holz. Ja, dann nehmen wir halt das. So, dann craften wir uns hier ein paar Sticks zusammen. Und dann haben wir auch schon wieder ein paar Faggles. Ein paar Fackelchen. Die tun wir uns in die Offhand. So. Und wir leuchten das direkt mal aus. Schauen wir mal, ob das Skelett noch da ist. Hören tue ich es jetzt mal nicht. Anscheinend nicht. Haben wir Glück gehabt, dass das Skelett despawned ist oder einfach verschwunden ist oder einfach weggegangen ist. Ja, keine Ahnung, was wirklich mit dem Skelett passiert ist. Aber wir können uns auf jeden Fall die Kohle mitnehmen, denn die ist sicher hilfreich dann vor allem auch für die Fackeln und sowas. So, das lassen wir mal kurz stehen da, die Kohle, die eine. Ist jetzt auch nicht so wichtig, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn wir die Kohle mitnehmen, denn es mangelt uns wahrscheinlich bald an Kohle, da wir alle 12 jetzt gerade verkraftet haben, die wir hatten. Die nehmen wir später beim Zurückraufgehen mit. Jetzt schauen wir da noch ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir ja da die. Ja, nein, das ist kein Essen. Schade. Kein Eisen. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Können wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Zack, zack. Bisschen Kohle. So, ich bin gespannt, wie weit die Same schon ge also wie weit der Samen schon gewachsen ist, wenn wir dann zurückkommen. Ich hoffe, dass der einigermaßen gut wächst. Ich habe halt keine Erfahrung mit dem Mod, deswegen kann ich es euch nicht sagen, wie schnell das für gewöhnlich wächst. Aber es gibt es doch nicht, dass wir jetzt kein Eisen hier finden. Ich brauche nur. Jawohl, da haben wir ein bisschen Eisen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, geht ganz hurtig. Und dann können wir uns immerhin eine Eisenpflanze machen und das Eisen bei uns im kleinen Kräutergarten anbauen. Wir müssen dann auch mal schauen, wir müssen bald mal wieder auf Diamantensuche gehen, denn die sind uns ja jetzt auch schon ausgegangen, glaube ich zumindest. Oder wir haben noch welche, aber ich glaube eher nicht, dass wir noch welche haben. Ich glaube, die haben wir schon alle verbraucht. So, zack. Ich habe ja immerhin schon zwei Spitzhacken gemacht und jetzt diese. Der Growth Accelerator hat ja auch einen Dia gekostet, also es kann gut sein, dass wir jetzt schon ohne Dias unterwegs sind, aber das macht nichts. Da werde ich vielleicht offscreen wieder mal farmen und ein bisschen Strip Mining gehen und dann werden wir den Dia auch noch kriegen. So, schauen wir mal. Ja, es ist relativ hurtig gewachsen, würde ich sagen. So, wir brauchen Eisen, genau. Und dazu starten wir einfach mal wieder unsere Produktionskette durch. Jawohl. 16 Eisen sind reingegangen. Warum nur 16? Okay, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Ich brauche noch 3 Eisen. Dann können wir uns das auf jeden Fall schon mal machen. So, wenn das fertig gewachsen ist. Schauen wir mal. Es kommt ja dann Essenz raus. Essenzen. Genau. Hier haben wir dann eine Eisenessenz zum Beispiel. Nein, das Ingwer. Aluminium. Wo haben wir denn das Eisen? Ah, Stahl wäre vielleicht auch ganz praktisch, eine Pflanze zu haben. Electrical Steel. Wo haben wir denn? Da ist die Eisenessenz. Und aus der brauchen wir nur 8 Stück für 6 Eisen. Also das ist echt ein guter Eintausch eigentlich. Ach, guck mal, 71 haben wir schon. Jetzt ist sie bald fertig. Und das Getreide ist gewachsen. Können wir abernten. Jawohl. So. Dann sollten jetzt zwar ein paar Eisen drin sein. Jawohl. Und dann können wir uns auch schon die Eisensamen machen. So, Iron, Iron Seed, da haben wir es, Iron Seed. Ja, können wir uns direkt machen, jawohl. Haben wir schon die erste Eisensame. Die können wir vielleicht hier direkt daneben packen. Dann haben wir hier eine Eisensamen und da ein Inferium. Eine Inferium. Ein Inferium-Samen, so. Na,
Gut. Mal schnell geschlafen, damit wir wieder Tag haben. So, schon langsam nimmt unser kleiner Garten Gestalt an. Aber ich würde jetzt gerne noch ein bisschen. Ah, da haben wir eh den Wassereimer, jawohl. Oh, ist das zu low mit Dirt geworden? Als ob. Okay. Ah nein, ist eh normale Erde. Okay, alles klar. So, dann können wir. Ah, das wollte ich ja eigentlich freilassen, genau. So, bitte zerstör dich, genau. Das wollte ich freilassen und hier haben wir dann unser nächstes Fältchen. Ah, okay, da haben wir nicht alles mit Dirt ausgetauscht. Haben wir noch ein bisschen Dirt? Ja, genug haben wir da noch. Dann würde ich das noch schnell austauschen, weil ich finde einfach normale Erde schaut einfach schöner aus. So, das können wir auch gleich wegtun. Da graben wir zwei runter, weil sonst haben wir so eine schiere Wand, Wasserpflanze in unserer Wasserquelle, die das Feld bewässert. Und holen uns da ein bisschen Wasser und setzen es rein. Dann ist das auch schon fertig. Und jetzt haben wir eine Inferium-Seed. Daraus kriegen wir eine Inferium-Essenz. Ja, das funktioniert ja ganz gut. Dann warten wir nochmal ab, bis da das fertig gewachsen ist. Und in der Zwischenzeit. Was machen wir jetzt? Genau, wir. Sieht. Genau, was brauchen wir dafür? Okay, da brauchen wir wirklich so Premium-Essenzen. Vier davon. Das Tier 5 Crafting Seed auf jeden Fall. Und vier Diamanten. Gut, dann schauen wir mal. Einfach, das war in nächster Zeit. Das wird dann unser normales, also unser Feld für die ganzen Essenzen. Und das wird dann zum Beispiel ein Feld für Getreide oder so. Und hier in der Mitte hätte ich ganz gerne einen Weg gebaut. Und zwar aus, ja, Holzslabs. Und da könnten wir, schauen wir mal, was für ein Holz wir noch haben. Also will ich auch eher ein helleres. Oder wir machen das aus Limestone, ja. Aber aus anderen, die wir aus anderen Limestones, als die wir beim Haus verwendet haben. War das jetzt Deutsch? Keine Ahnung. Da würde ich dann fast diese hier mal ausprobieren. Ich glaube, die schauen ganz cool aus. Können wir hier direkt auch unter das Glas dann noch packen. Dann machen wir hier so kleine Wege durch. Ach, guck mal. Hier haben wir noch direkt ein bisschen Wasser. So. Dann können wir da immer so ein bisschen drüber latschen. Da in der Mitte könnten wir eigentlich einen Slab drauf machen. Dann mache ich mir mal einen Slab draus. Aus einem so einem. Wenn zwei Slabs. Genau. Perfekt. Dann schauen wir mal. Ist es schon gewachsen mittlerweile? Ja, 28%. Das ist eh noch nicht gewachsen. Dann setzen wir da mal kurz einen Block drauf. Damit wir den Slab. Oh, ja, gut. Man darf nicht sneaken. Damit wir den Slab ordentlich draufsetzen können. Genau. Ich glaube, das schaut ganz gut aus. Aber fürs Erste können wir es mal lassen. Wenn es mir dann irgendwann mal nicht mehr gefällt, können wir das ja noch abändern. So, ob sie nicht raus haben, die hoch. So, dann haben wir da jeweils. Die sollten ja eigentlich schneller wachsen als die. Keine Ahnung, ob das funktioniert oder nicht, aber ich müsste ja noch ein paar Seeds haben. Die kann ich auf jeden Fall hier hinpacken. Und damit war es das auch schon für diese Folge. Wir haben halbwegs das weitergebracht. Wir haben zwei Samen hergestellt und angepflanzt und direkt unsere erste Essenz rausgeholt, nämlich diese hier. Und ich würde sagen, das war es dann auch schon für diese Folge. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Denn sonst bekommt ihr keine Benachrichtigungen, wenn ich ein Video hochlade. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis dann und ciao.